Über 1 Million Exemplare werden an ahnungslose Kinder verteilt. Und da stehen eigentlich geile Sachen drin, ne? Von Zecken bis auch Unterhaltungssachen. Aber die Kinder werden hier so unfassbar verdummt, dass ich schon fast gar keine Worte mehr dafür finde. Also, ich hätte da noch so ein Thema, über das ich immer wieder sehr gerne spreche, über das wir heute reden sollten. Ich bin ja tatsächlich, das könnt ihr euch bestimmt vorstellen, großer Fan gewesen mein ganzes Leben lang von der Medizini. Kennt ihr vielleicht? Der ein oder andere kennt vielleicht dieses Magazin, was es in der Apotheke gibt. Guckt mal. Dieses Mal in der Medizini-Ausgabe 589, seit 1974. Also in der 589. Medizini sind die schönsten Zoos in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit einem Wissensposter. Naja, 523, also im Mai. Ich habe ich habe ganz, ganz viele Nachrichten auf Instagram. Ich habe aber auch einige E-Mails dazu bekommen. Und in die Medizini müssen wir mal reingehen. Das interessiert mich natürlich, was da über Zoos steht. Und ich war einfach großer Medizini-Fan. Da hat man kleine Rätsel gehabt und dann musste man im Spiegel kommen und die Antwort. Es gab immer ein geiles Poster. Mein Zimmer war zutapeziert mit den coolen Tierpostern und so. Es waren wissenswerte Sachen immer drin. Und ich bin als Kind immer gerne in die Apotheke mitgegangen mit meiner Oma und meinem Opa und auch meinen Eltern. Einfach nur, weil ich die Medizini haben wollte. So, und über die Medizini müssen wir mal sprechen. Da ist vielleicht ganz interessant, die Medizini. Wir fragen die äußerst seriöse Quelle Wikipedia, also gehört zum Wort- und Bildverlag, ja, Thema Gesundheit, Medien vorwiegend über Apotheken, Verlag hat 300 Mitarbeiter, Apothekenumschau, dies, das, Geschäftsmodell ist 2 Säulen, professionelle, neutrale Redaktion und aggressive Werbung. Mhm. Okay. Wenn man sich den Wort- und Bildverlag anschaut, das begehrte Postermagazin für Kinder, 1,14 Millionen verkaufte Auflagen pro Monat. Krass, aber das ist ja kostenlos. Ne? Das kaufen die Apotheken oder was? Oder wer kauft das? Und dann liegt es aber kostenlos ja aus. Ne? Man kann das immer mitnehmen. Poster, 24 Seiten, Gründungsjahr 1974. Medizini ist Kult. Seit über 40 Jahren ist Medizini eines der auflagsten, stärksten Kindermagazine Deutschlands. Das Geheimnis seines Erfolges liegt nicht nur in dem großen Tierposter. Ha? Für das Medizini steht, sondern auch in seiner Mischung aus Konstanz und Flexibilität. Aha, sagt Harald Lorenz, der Chefredakteur. Von klein auf mit großer Perspektive. In jedem Medizini gibt es Rätsel, fand ich gut, Witze, aha, ich bin ja eh ein sehr witziger Typ, und Gesundheitsinformationen, speziell für Kinder. Ich erinnere mich noch an einen Skandal, der auf Facebook damals groß war, als es noch Facebook gab. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Da stand in der Medizini sowas drin wie so ein Bodytest für Kinder. Weiß das da, erinnert das noch jemand? Da wurde die Frage gestellt, irgendwie so, wie dick bist du oder wie dünn bist du? Oder irgendwie sowas, bist du zufrieden mit deinem Aussehen? Oder irgendwie so ein Scheiß. Und da sind natürlich alle Leute durchgedreht, das erinnere ich noch gut. Also auch die Medizini greift mal ins Klo, wird gesagt, speziell für Kinder. Und Medizini kennt keine thematischen Schranken. Es führt seine jungen Leserinnen und Leser in die Welt der Wikinger, genauso wie zu den Sternen. Es berichtet über Kunst, genauso wie über Roboter. Dies gilt in besonderem Maß für die Wissensposter im DIN A2-Format, die aufwendig und detailreich von der Redaktion entworfen und von erfahrenen Illustratorinnen und Illustratoren umgesetzt werden. Ah ja, pädagogisch wertvoll. Medizini wird von der Stiftung Lesen seit Jahren als pädagogisch wertvoll empfohlen. Aha. Grundschullehrer nutzen Medizini gerne begleitend zum Unterricht. Okay, okay, okay. Na dann, gucken wir mal rein in die aktuelle Medizini. Also, die schönsten Zoos gibt es dann immer, ne? Kennt ihr? So eine Sachen, stehen da aber Tiere drin, alles Mögliche. Und so ein Poster gibt überhaupt. Ah, ein Hundedackel. Ein schöner Dackel, ein kleiner, könnte auch eine junge Alpendachsbracke sein. Keine Ahnung, ist vermutlich ein Dackel, gell? So, ihr seht schon, ich bin Hunderassen-Experte, neben Tierexperte. Junger Dackel, steht ja auch drauf, der junge Dackel. Okay, cooles Poster, hätte ich mir damals aufgehängt. So, was finden wir denn zu Zoos? Ah, im Zoo ist etwas los. Hier, da haben wir eine Zooseite. Im Zoo ist was los. Das habe ich auch geliebt, ne? So verschiedene Tiere, man konnte sich das angucken. Ich hatte früher so ein Buch, habe ich euch schon mal erzählt, mit so Pinguinen, die aus dem Zoo ausbrechen und dann so durch die Fischgeschäfte tauchen.
Am Zoo ist was los. Also es gibt Eisbären, Elefanten, die Kinder ansprühen. Ein Mann füttert einen Hippo mit einer Banane. Die Hyänen sind los und werden gestreichelt. Die Komodo-Warane werden von Kindern für Selfies benutzt. Es gibt ein paar Frösche, Stachelrochen zum Anfassen. Da ist eine Kanne ins Krokodilbecken gefallen. Die Giftschlange kämpft mit dem Skorpion und es wird ein Kugelfisch getragen und zwischendrin hüpft ein Eichhörnchen. Da ist richtig was los, du. Richtig was los. Aber mein Liebstes ist eigentlich der Junge, der mit den Komodowaranen feixt. Also echter Kontakt zu Zootieren. Wie im realen Leben, ey. Geil, okay. Naja, gut. Ja, so. Dann. Hier. Dann gibt's einen riesen Poster. Die schönsten Zoos in Deutschland. Wir haben ja in Deutschland, ich glaube, über 800 Zoos. Es gibt einige hundert Zoos und Wildparks in Deutschland. Eine kleine Auswahl siehst du hier. Aha, 800 Zoos und Wildparks und natürlich die ganzen privaten Dinger und so weiter. Ah, hier, guck mal, Ozeaneum. Museum und Aquarium, eine Besonderheit, mehr für Kinderausstellungen. Aha, interessant. Ja, interessant. Also da sind die ganzen Zoos aufgeführt, die es so gibt. Wildpark Ekholt. Ey, wieso ist hier nicht da der Zoo drin, wo ich gearbeitet habe? Ah, der fehlt natürlich. Gettdorf. So, naja, okay. Die schönsten Zoos. Und dann gibt es noch eine interessante Seite. Hier die. Seht ihr das? Ich halte das mal so, dass ihr das sehen könnt. Die schönsten Zoos. Und hier die Frage wird gestellt. Warum sind Zoos wichtig? Dann lesen wir doch mal, warum Zoos wichtig sind. Zoos übernehmen verschiedene wichtige Aufgaben. Sie selbst, was sie leisten. Wie war das nochmal hier? Pädagogisch wertvoll, unabhängige redaktionelle Berichterstattung, wissenschaftlich fundiert. Aha, okay, gucken wir mal rein. Wissen schaffen. Also der erste Punkt, den Zoos machen, ist, sie schaffen Wissen. In vielen Zoos gibt es Führungen, bei denen du viel über Tiere lernen kannst. Hier zeigt eine Pflegerin einen Tigerschädel und erklärt, wie die Raubkatze mit ihren Zähnen Beute reißt. Die Kinder dürfen den Schädel anfassen. Also hier sind so kleine Ecken, was Zoos alles machen. Die dürfen den Schädel anfassen. So, hier. Ich mache ja auch gerne Zooführungen. Hier haben wir einen Bärenschädel. Der ist übrigens aus Gummi, der wabbelt auch so. Ne? Den hat mir mal ein Follower geschenkt. Ich bedanke mich nochmal an dieser Stelle. So, den kann man ja auch... Ich habe gar keinen Bären jetzt hier eingesperrt. Achso, dann zählt der Schädel natürlich nicht. Alles klar, braucht man dann nicht. Ist ja Quatsch. Okay, also Wissen schaffen. Wissen schaffen bei Zoos gehe ich nicht mit. Außer, dass natürlich das Wissen geschafft wird... dass man Tiere nicht einsperren soll, dass es so nicht geht. Denn wissenschaftlich nachgewiesen schaffen Zoos nur Wissen, wenn wissenschaftlich geführt wird. Jetzt wäre meine Frage an die Zoos im Allgemeinen, können ja alle 800 Zoos mal auf ihre Webseite stellen. Wie viele Kinder habt ihr pro Jahr im Zoo? Also wie viele Besucher, Kinder? Ja. Und wie viele davon werden wissenschaftlich durch den Zoo geführt? Weil nur dann, das sagen die wissenschaftlichen Studien, hat es auch einen positiven und wirklich guten Lerneffekt. Frage, lasse ich so im Raum stehen. Findet man bestimmt auf euren Websites, liebe Zoos, gell? Weiß ich. Unter der Rubrik, ne, Artenschutz. Nee, Bildung. Okay, dann haben wir das nächste. Warum sind Zoos wichtig? Wegen Spazierengehen. Guck mal hier. Das sind Sköpis, ne? Königspinguine. Hier unten, Königspinguine. Gehen mit Kindern spazieren. In den Wintermonaten gibt es in vielen Zoos Pinguinspaziergänge. Hier läuft ein Trupp Königspinguine durch den Basler Zoo. Der tägliche Spaziergang ist eine willkommene Abwechslung und stärkt die Gesundheit der Vögel. Bis irgendeins der Kinder die Vogelgrippe unterm Schuh hat und alle Pinguine einfach so draufgehen. Aber gut, spazierengehende Pinguine, das ist dann... Was ist das? Ist das Artenschutz? Oder was? Unter was verbucht ihr das? Hier, wo im Haus des Meeres, kann man ja auch die Katterbegegnung buchen für weiß ich nicht wie viele Euros, wo man die Katters, wo die auf die Schulter hüpfen, man kann die füttern. Das ist Bildung, gell? Okay, ja, Bildung. Spazierengehen, alles klar. Dann, was machen Zoos noch? Aufgaben stellen. Zooplaner gestalten die Gehege möglichst abwechslungsreich, damit sich die Zootiere weniger langweilen. Okay, das macht Sinn. Zu wenig Abwechslung könnte sie krank machen. Nein, zu wenig Abwechslung macht sie nämlich krank. Manchen Tieren werden artgerechte Aufgaben gestellt. Manchen. Dieser Schimpanse angelt zum Beispiel Leckereien aus einer Box. So ähnlich, würden seine wilden Verwandten in Afrika Termiten angeln. Also Aufgaben stellen, deswegen sind Zoos wichtig. Aha, okay. Füttern.
Oh, meine Lieblingsdisziplin. Weil Füttern ist wirklich, Füttern ist geil. Ich liebe es, Tiere zu füttern, jeglichste Art. Ich fütter gerne. Ich bin ein echter Feeder. Ich habe schon immer mein ganzes Leben lang gerne Tiere gefüttert. Ist so. Ich fütter gerne Hunde, ich fütter gerne Krokodile, ich fütter gerne, ach, eigentlich alles Mögliche. Alles wird gefüttert. Ich finde Füttern gut. Tierfütterungen sind beeindruckend. Hier füttert gerade eine Pflegerin ein Salzwasserkrokodil. Ach nee, Krokodil, Entschuldigung. Mit Geflügel. Ihrer Leibspeise. Leibspeise habe ich addiert. Bei fleischfressenden Tieren müssen die Pfleger und Pflegerinnen besonders vorsichtig sein, damit ihnen nichts passiert. Deswegen sind Zoos wichtig. Ah ja, füttern, Aufgaben stellen, spazieren gehen. Okay. Hier wird übrigens gerade so ein Salzwasser... Warte, Schärfe. Hier, das Salzwasserkrokodil wird mit Geflügel gefüttert. Wie in der richtigen Natur. So, warum sind Zoos noch wichtig? Wegen... Ach ja, endlich! Jetzt geht's! Arten retten im Zoo. Number one ist Arten retten. Entschuldigung, ich habe hier... Artenretten, da haben wir ein Zawalski-Pferdchen, wie sie rumstehen im Zoo, ausgebildet werden und dann wieder in der Freiheit sind. Das Paradebeispiel der Zoos an geretteten Tierarten, das Zawalski-Pferd. Manchmal gelingt es Zoos, Tierarten vor dem Aussterben zu retten. Liebe Zoos, wie viele waren es nochmal? Wie viele Tierarten hat welcher Zoo wann eigentlich vor dem Aussterben war? Das findet man auf der Webseite vom Zoo XY bestimmt. Ne? Da steht da. Da ist das aufgelistet? Weiß ich jetzt gar nicht. Das Zawalski-Pferd war in seiner Heimat in Zentralasien vor 50 Jahren ausgerottet. Es gab nur noch weniger als 100 Tiere in Zoos. Damit die Nachkommen dieser Tiere später einmal in Freiheit überleben können, war genetische Vielfalt wichtig. Dafür sorgte ein Zuchtprogramm. Oder auch das Habitat der Tiere ist natürlich wichtig und der Schutz in Freiheit. Zuchtprogramm erstmal wichtig. Vor 30 Jahren gab es bereits über 1500 Pritzawalskis in Zoos. Es wurde begonnen, einzelne Tiere in ihrer ursprünglichen Heimat wieder auszubilden. Ist auch geil, keine Frage. Das kann man den Zoos nicht absprechen, ist super. Ohne Zoos gäbe es auch keinen European Bison mehr. Ne? Unsere Wiesende, die ich liebe, da bin ich den Zoos tatsächlich dankbar. Das waren am Ende nur noch 12. Ja? Heute leben über 1000 Pritzawalski-Pferde in verschiedenen Naturschutzgebieten in Freiheit. Hier siehst du eine Herde in der Mongolei. Die Art ist nicht mehr vom Aussterben bedroht, sondern vielleicht nur noch bedroht. Haben die Zoos was Gutes geleistet? Deswegen sind Zoos wirklich wichtig, weil das ja nur in Zoos geht, gell? Oder gibt es eigentlich auch so Artenschutzprogramme ohne Zoos? Ich weiß das jetzt gar nicht. Ich überlege mal kurz. Also in den letzten 20 Jahren war ich bei Dutzenden, das war alles ohne Zoo, aber... So, was haben wir noch? Hier, anfassen. Anfassen ist mein Lieblingspunkt mit. Anfassen, man kann Hühner anfassen im Zoo. Oder sogar einen Hahn, Alter. Ist ein Hahn. Anfassen. Im Streichelzoo. Ihr wisst, ich bin großer Streichelzoo-Fan. Ich mag das, wenn Ziegen kleine Kinder wegboxen. Im Streichelzoo kannst du Tiere berühren. Meistens sind das Haustiere. Haustiere im Zoo. Sind die Zoos nicht für Wildtiere? Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Meist sind die Haustiere, die gern Kontakt zu Menschen haben. Ja? Okay. Etwa Ziegen? Ja. Oder wie hier ein Huhn. Ja, alle Hühner, die ich kenne, haben äußerst gerne Kontakt zu Menschen. Wichtig ist, zu respektieren, falls ein Tier gerade nicht angefasst werden will. Naja, okay. Braucht man Zoos, damit man mit Hühnern kuscheln kann? Oder warte mal, ich habe mit Hühnern bisher gekuschelt. Erstens in der Hühnerfarm, wo ich sie illegal gerettet habe. Ja, da habe ich gekuschelt. Dann auf dem Lebenshof, wo ich sie hingebracht habe. Grüße gehen raus, wir sehen uns morgen. Bis dann. Also nicht die Hühnerfarm. Macht euch keine Sorgen. Morgen bin ich nicht auf Hühnermission. Morgen fahre ich wieder zum Lebenshof. Und mit Schweinen habe ich bisher auch gekuschelt auf dem Lebenshöfen und mit Kühen und so. Also, wieso da jetzt wieder die Zoos für die Haustiere? Das weiß ich. Aber deswegen sind ja Zoos wichtig. Okay. So, und dann haben wir noch... Jetzt kommt der beste Punkt, liebe Freunde. Da, wo das Mädchen in der Mitte direkten Kontakt zu einem Ursus Maritimus aufnimmt. Dem Eisbären. Direkter Kontakt. Nein, hier steht nur Kontakt auf. In vielen Zoogehegen haben Glasscheiben die Gitterstäbe aus früheren Zeiten ersetzt. Warum? Damit man die Tiere besser sehen kann? Damit besser Kontakt hergestellt werden kann? Oder damit sich die Tiere besser wohlfühlen? Oder einfach, damit der Mensch nicht mehr das Gefühl hat, die Tiere seien eingesperrt? Ich weiß das jetzt nicht so richtig. So kann dieses Mädchen den Eisbären auch unter Wasser beobachten, ohne jemals Taucherin gewesen zu sein. Das gilt aber ebenso umgekehrt. Auch der Eisbär reagiert auf das Mädchen. Also, ich sag's nochmal, ne? Kontakt aufnehmen. Liebe Freunde, soll ich euch mal zeigen, was passiert, wenn man in einem Zoo Kontakt zu einem Eisbären aufnimmt? Ja? Also, liebe Kinder, ich würde euch empfehlen, im Zoo keinen Kontakt zu Eisbären aufzunehmen.
Und, hier, Vorsicht mit meinem Bärenschädel. Am Ende ist alles, was da drin steht, wirklich absurder Schund. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ey, bis heute war ich echt Fan der Medizini. Aber Leute, das ist hier ganz, ganz großer Scheiß. Und wirklich höchstgradig, ich halte es für gefährlich. Das ist doch Massenverdummung. Über 1 Million Exemplare werden an ahnungslose Kinder verteilt. Und da stehen eigentlich geile Sachen drin, ne? Von Zecken bis auch Unterhaltungssachen. Aber die Kinder werden hier so unfassbar verdummt, dass ich schon fast gar keine Worte mehr dafür finde. Und auch denke, welche Redaktion, die sich auf die Fahne schreibt, wissenschaftlich und redaktionell hochwertig zu agieren, macht so eine Scheiße? Und von wem wird das finanziert? Das sind so die. Am Ende ist eigentlich das Geilste da drin der junge Dackel. Das finde ich gut. Alles andere über die Zoos hier drin, das sehe ich anders. Das sehe ich anders. Also, liebe Eltern, liebe Mütter, liebe Kinder, schreibt doch gerne mal der Medizini oder der Apothekenumschau. Haben die Accounts im Internet? Weiß ich gar nicht. Einfach mal reingehen. Einfach mal nachschauen. Ein wichtiger Satz war zur Medizini, Lehrerinnen in der Grundschule verwenden die gerne als Unterrichtsmaterial. Naja. Eine Frage an dieser Stelle, die mich wirklich interessiert. Ich habe neulich irgendwo Kommentare gelesen und Nachrichten zugeschickt bekommen, wo es hieß, dass, also ich kriege immer mal wieder eine Nachricht von Schülerinnen, Schülern, von Lehrern, von Eltern, immer zu diesem Thema Zoobesuch in der Schule. Mein Kind muss mit, ich will aber nicht, dass mein Kind mitgeht, das Kind will selber nicht oder die Jugendlichen. Du wirst aber vom Lehrer gezwungen, sonst Strafpunkte, du darfst nicht schwänzen, bla bla, Riesendiskussion. Und neulich las ich mal einen Satz, der mich tatsächlich besorgt hat. Und da hieß es, ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist bestimmt auch bundeslandabhängig, das ist schulabhängig. Aber bitte, liebe Lehrer, unbedingt mir die Informationen zukommen lassen oder hier unter dem Video in die Kommentare schreiben. Da steht drin, dass ein Zoobesuch eine Pflichtveranstaltung ist, die im Lehrplan vorgegeben ist. Des Zoos wegen. Das Krasse, was mich besorgt, ist, dass Kinder, wenn sie kritisch dem Zoo gegenüberstehen, schlechte Noten kriegen. Alter Schweizer, what the fuck? Das Kind würde bei mir eine 1 bekommen, wenn es Dinge hinterfragt, wenn es Dinge kritisch sieht, wenn es sagt, da will ich nicht mitgehen. Also du kannst ja auch kein Kind zum Beispiel zwingen, in einen Schlachtbetrieb zu gehen. Das ist ja auch Pflichtprogramm im Lehrplan. In Schleswig-Holstein ist das Pflichtprogramm, oder was? Damit die Kinder wissen, wo Salami herkommt. Oder macht ihr das nicht mehr? Ich weiß das jetzt nicht genau. Na gut, mein Kind wäre dann krank. Auch eine Möglichkeit. Aber oder das, ich sage immer, mitgehen, dokumentieren, Fragen stellen und das letzte Mal sich das alles anschauen und verinnerlichen, wie schlecht geht es den Tieren wirklich. Also am Ende habe ich große Schwierigkeiten mit sowas, was sich alles widerlegen lässt in jeglichster Einfachheit. Heute anders gesehen werden sollte aus meiner Sicht. Und da sage ich auch nicht, kann ja jeder sehen, wie er will. Mir geht es überhaupt nicht um meine Meinung, mir geht es nicht um die Zoos, mir geht es nicht um die Zootierpfleger, mir geht es nicht um die Medizin, mir geht es um die Tiere. Mir stand es da drin, manche Tiere haben Verhaltensstörungen. Naja, denkt mal drüber nach, liebe Medizini-Redaktion. Eine Kleinstkritik. Vielleicht in Zukunft mal lieber was über Artenschutzprojekte bringen. Macht ihr bestimmt auch. Aber Zoos, Leute, die Medizini, da ist da nicht Ausgabe 116 von 1982, sondern es ist Ausgabe 589. Und ich glaube, es ist Zeit, vielleicht Artenschützern eine Bühne zu geben, okay?